Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben in der letzten Ausschussrunde ein sehr hochkarätiges Expertengremium online begrüßen dürfen und wir haben die unterschiedlichsten Anträge, die in der Zeit eingelaufen sind, ausgehend von dem Strompreisantrag der SPÖ, aber auch viele andere, die gekommen sind zum Thema, wie können wir die Menschen entlasten, diskutiert. Wir haben sehr hohe fachliche Meinungen bekommen, angefangen vom Verbundchef, unserem ehemaligen Kollegen und Landesrat Michael Strugl oder einem Vertreter der E-Control, der doch kein Vertreter der E-Control war, oder eben auch eine Vertreterin des WIFO und drei andere Expertinnen und Experten noch, die ganz klar diese Punkte angesprochen haben, was braucht es auf Bundesebene, aber vor allem, was braucht es auch auf Landesebene, um eben genau diese fossile Inflation, die wir jetzt haben, eindämmen zu können und was können wir machen. Jetzt haben wir da einen Ausschussbericht, wo man wirklich nur sehr rudimentär das findet, was wir sowohl in den Anträgen haben, beziehungsweise was auch in der Diskussion war. Teilweise sind auch Bereiche enthalten in diesem Ausschussbericht, die man eigentlich bei der Diskussion genau das Gegenteil gefordert worden ist. Und das verwundert mich schon etwas, es fehlen in dieser Bundesresolution natürlich, aber es gibt auch keinen zweiten Ausschussbericht, fehlen die landespolitischen Maßnahmen, die wir setzen können, aber davon haben wir heute Vormittag schon gesprochen und meine Kollegin wird dann noch weiter ausführen, was es denn eigentlich in der Verantwortung des Landes geben würde. Schauen wir sich die Punkte mal an, die da in diesem Antrag drinnen sind und es ist gerade das Strommarktdesign angesprochen worden und Michael Strugl hat auch diese Anfrage bekommen, was er davor hält, dieses Strommarktdesign zu verändern. Wir haben jetzt diesen Merit-Order-Effekt beziehungsweise dieses Gleichschalten und mit der Bewertung der Grenzkosten. Immer die Grenzkosten des letzten Kraftwerkes, das notwendig ist, um die Stromversorgung sicherzustellen. Und das macht natürlich jetzt genau diese Problematik mit dem hohen Gaspreis aus, dass man eigentlich immer als Letztversorgung die Gaskraftwerke haben und die natürlich dann sehr teuer und den Strompreis für alle sehr teuer machen. Wir können aber andere Systeme auch andenken und das ist auch angesprochen worden. Es gibt auch das System und das war ja in der EU schon einmal sehr heftig diskutiert, tägliche Auktionen zu machen, das Strompaket an die Börse zu geben, Strombörse zu geben und dann zu schauen, was kriege ich an dem Tag für einen Preis außer in diesem Mix. Ist eine Möglichkeit. Die Frage ist das, ob das jetzt wirklich dann diesen Effekt, den wir jetzt gerade haben, aufgrund der Gaskraftwerke, ob das verbessert oder ob nicht doch das, was ja auch Kollege Strugl angesprochen hat, ganz entscheidend ist, die Energiewende voranzutreiben. Die Energiewende voranzutreiben und nicht so wie bisher geplant, sondern vielleicht ein bisschen schneller. Aber da ist momentan der Wille noch nicht wirklich bei allen angekommen. Als zweiten Punkt natürlich Energiesparen belohnen. Ja, das ist in vielen Bereichen und das ist ganz notwendig und keine Frage. Da gibt es einen Vorschlag dazu, der ist auch von einem Experten gekommen aus der Ausschussrunde. Das ist sicher diskussionswürdig. Die Frage ist nur, wie bewerten wir das? Die ersten 2000 geht es pro Haushalt. Wie groß ist der Haushalt? Was heißt das für welche, die sehr viel brauchen, weil es aufgrund einer Situation oder was heißt das auch dann für kleinere, mittlere Betriebe und so weiter. Also ich glaube, da muss man einfach schauen, wie können wir Energie sparen, Energieeffizienz weiter belohnen. Nicht nur, und das ist auch schon heute angesprochen worden, mit einem Gerätetausch oder eben wie es bei der Ölheizung ist, dass man die bis zu 100% vom Bund fördert oder eben auch andere Maßnahmen von Landespolitik, die gefördert werden. Hier, glaube ich, muss man gut abwägen und schauen, wie können wir das erledigen, wie können wir hier machen, ohne eben zusätzlichen bürokratischen Aufwand zu verursachen. Der dritte Punkt, die CO2-Bepreisung auszusetzen. Und das ist der Punkt, wo man gesagt hat, wenn wir das eine schreiben, das ist in keinem anderen Antrag drinnen, war ein Antrag drinnen, aber das ist eigentlich von allen Experten auf Bundesebene, im WIFO und so weiter, auch in Deutschland und so weiter, wird das kategorisch abgelehnt. Warum? Weil gerade auch in dieser fossilen Inflation jetzt der Klimawandel nicht vergessen werden darf und die CO2-Bepreisung genau der Einstieg in eine steuerliche Regelung im Bereich Energieverbrauch passiert. Und hier zu sagen, die CO2-Preise, der was jetzt im Juli anfängt, ist das große Problem bei der Strompreisteuerung. Das ist ja nur ein Mini-Bereich, der da jetzt nur teurer wird. Ja, es ist natürlich jeder Cent entscheidend,
Aber das Entscheidende beim Ökobonus ist ja nicht das, was das draufgeschlagen ist, was ja jeder dann zahlt, wenn er Energie verbraucht, sondern das Entscheidende ist eigentlich die Umverteilung. Und da haben wir in Oberösterreich, in Österreich die Lösung jetzt gefunden und im kommenden Jahr, in diesem Jahr, werden 100% dieser Jahrestausch an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben, an jeden und an jede, an jedes Kind ausbezahlt, um eben hier einen Ausgleich zu schaffen. Und wir wissen, dass genau die, die was niedrige Einkommen haben, hier am meisten profitieren, weil sie weniger CO2-Abgabe indirekt dann zahlen, sondern sie haben wirklich dann das im Geldbörsel drinnen und glaubt, genau das ist wichtig. Und wir können doch nicht jetzt in dieser Zeit das aussetzen, wo genau erstens mehr Umverteilung vom Verbrauch in Richtung Bürgerinnen und Bürger geht. Die, die was sparsam sind, haben dann mehr von diesem Ökobonus. Daher ist es für mich ganz klar, diese CO2-Bepreisung auszusetzen, wäre ein fataler Fehler. Und das bestätigen uns alle Ökonomen, auch alle Wissenschaftler, die sagen, das ist jetzt der falsche Weg, das bringt nichts. Energieintensive Industrie zu entlasten, ja, noch nicht, das haben wir ja heute auch schon geredet, genau die energieintensive Industrie leidet jetzt darunter, dass wir sehr vieles verschlafen haben, dass auch die Industrie gewartet, es wird schon irgendwie weitergehen und gesagt haben, naja, schauen wir mal, der Markt wird das schon regeln, nein, regelt er eben nicht. Und jetzt kommt der große Aufschrei. Und wir wollen die Industrie unterstützen in der Umsetzung der Transformation und auch das wurde schon angesprochen. Und wir können doch nicht immer Symptome bekämpfen. Wir können doch nicht sagen, jetzt schütten wir der Industrie was aus, damit es mit den Preissteigerungen zu Rande kommt. Nein, wir müssen schauen, was heißt es eben wirklich in der Transformation. Und wir haben ja schon Schritte gesetzt, die den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen, aber auch der Industrie zugutekommen. Das heißt einfach Aussetzen der Ökostrompauschale, Aussetzen der Reduktion der Energieabgaben, der Erdgasenergieabgabe. Genau diese Punkte kommen genau der Industrie auch zugute. Und die profitieren am meisten davon, weil die natürlich auch die meisten Verbraucher haben. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, jetzt in dieser Situation nicht wieder in die alten Muster zurückfallen, und Geld mit der Gießkanne auszuschütten, sondern wirklich zu schauen, wo braucht es Unterstützung. Und ja, wir müssen Geld in die Hand nehmen, um eben die Energiewende voranzutreiben. Wir brauchen auch ein Geld, und das ist auch schon ein paar Mal angesprochen worden, zum Ausbau der Energieversorgung, der Stromnetze und so weiter. Da müssen wir investieren und nicht jetzt allgemein überall drüber und kappt man den Preis. Das ist nicht die Lösung. Daher bitte ich auch oder beantrage ich und wir auch, dass wir diesen Antrag getrennt abstimmen, die einzelnen vier Forderungen, 1 bis 4 getrennt Abstimmung. Das ist das, was der Kollege oder der Präsident gemeint hat. 4 Zusatzanträge gibt es und wir stimmen die einzelnen Kapitel bitte gesondert ab. Daher mein Antrag auf getrennte Abstimmung der einzelnen Punkte in diesem Antrag. Danke.